Okay, okay. Jetzt ist nämlich sofort ein Beispiel. Es war nicht jetzt unbedingt viel. Ja, es sind noch mehr. Wie viele sind hier vergraben? Ich habe vollkommen vergessen, dass es das überhaupt im Spiel gibt. Oh, danke schön. Hab soeben ein Säftelein erhalten. Oh. Delicious. Oh. Kann man das jetzt auf der ganzen Map immer machen? Ist das jetzt die neue beste Methode, um Geld zu bekommen? Nicht mehr Gegner besiegen und sowas? Ja. Okay, das waren die Bolts, glaube ich. Jupp. Na gut, da haben wir das jetzt auch, das Gerät. Das haben wir dringend gebraucht. Etwas random, das zu bekommen. Was war das da oben? Ist es nur Feuer? Ja, scheint nur Feuer zu sein. Oder ein sehr roter Gold Bolt, wer weiß. Das ist aber egal, wir können weiter zum nächsten Planeten. Den Pilotenhelm holen. Auf Planet Gaspar. Wir fliegen jetzt gleich zu Gaspar rüber. So, wo war ich? Ah ja, wo war ich? Yu-Gi-Oh! Glaube ich, versus Pokémon? Oder ist das Thema auch schon... Lol, da kann er nicht springen. Aber ist das Thema auch schon längst wieder gegangen? Oh, schmeckt er geil. Ha. Oh ja. Ha. Mit etwas Eis wäre es dann logisch perfekt, aber ich bin jetzt nicht pingelig. Es schmeckt geil. Zack. Egal, ich rede einfach über was. Wechsel mir einfach mal Thema. Ist nicht schlimm. Habe ich irgendwo. Nein, ich habe alle Goldballs hier. Hier fehlt mir einer. Wo könnte der denn sein? Keine Ahnung. Hier fehlt uns einer. Hier fehlt uns. Überall fehlt uns einer. Aber egal, wir gehen jetzt auf Gaspar, den Pilotenhelm suchen. Und finden vielleicht. Oh, fuck. Ha, sorry, wenn ich jetzt noch was trinken bin, das schmeckt geil. Ja. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit war ich mal wieder am Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, Fernsehen. Das ist so eine alte Technologie von schon längst verstorbenen Generationen, um Nachrichten zu verbreiten. Und es ist bekannt geworden, dass die meisten davon nicht stimmen. Ich meine, es gab ja viele Fälle im Fernsehen. Die, well, hello there, schön, dass ich dich auch gefunden habe. Komm ich denke hier hoch? Warte. Nein. Vielleicht von diesen, ha? 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 Nein. Okay, nee, ich nehme an, es gibt einen anderen Weg hinauf. Ach nein, ich erinnere mich. Wir müssen zum anderen Planeten erst. Okay, okay. Es gab so viel Schwachsinn. Der dort. Piep. Nee. Wir sparen. Es gab so viele schwachsinnige Sachen, die verbreitet wurden. Am meisten die. Ich check nicht, warum die meisten davon überhaupt in die Nachrichten kommen. Da es unnötiger Hass ist. Ich meine, als die PSP rausgekommen ist, wurde das. Ist es so schlecht angekommen im Fernsehen. Logisch, die Kinder waren alle beim Mega-Feiern und die haben sie alle geliebt. Ich meine, das ist so ziemlich eine PS2, nur halt, die man überall mitnehmen kann. Was hat man sich bitte, was konnte man sich mehr wünschen als das? Also das war ja nicht wirklich revolutionär, weil Nintendo das auch schon gemacht hat. Aber es war etwas, was man dringend gebraucht hat. Aber die Nachrichten haben logisch geschafft, so etwas Harmloses. Wie die PSP, wo das brutalste Game wahrscheinlich God of War ist. Nehme ich an, weil God of War das brutalste PS-Spiel ist, das mir gerade einfällt.
so etwas Harmloses wie die PSP haben die geschafft, wie keine Ahnung was darzustellen. Und das, was ich jetzt sagen werde, ist kein Joke. Das ist... Arschlöcher! Das war nicht gelogen, aber dass sie Arschlöcher sind. Nö. Was ich sagen wollte. Wait. Alter. Ah! Arschloch! Ah. Ach du meine Güte, die Minen sind ja noch viel schlimmer als die bei Quarks Planeten. Schön, dass die alle einfach da geradeaus hineinrennen. Ich brauche die nicht mal killen, die machen sie alle von alleine. Au! Und ich auch! Oh. Ich brauche so dringend Leben. Okay. Weg. 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 Nicht weg. Okay. Ich nehme an, ich bin weg. Die Nachricht, die verbreitet wurde über die PSP. No joke. Die PSP bringt Kinder dazu, ISIS zu joinen. ISIS zu joinen. Und jetzt kommt der Grund, wieso sie diese Annahme haben. Man konnte in der neuen PSP zum Internet zugreifen, wo sich kleine Kinder pornografische Inhalte anschauen konnten und ISIS unter ISIS folgen konnte. Gibt es noch was Schwachsinnigeres als das? Jetzt kann man sich auf dem PC und über... The hell war das jetzt? Das kann man sich auch vom PC und überall aus eigentlich, aber der PC wird da nicht unbedingt sehr gedingst. Ah. Ficker! Nicht dich, nicht dich. Ja. Rennt man mir bitte alle in die Lava. Dankeschön, ich möchte schauen, Gegner ein wenig... Ernsthaft? So. Ich möchte den Gegner ein bisschen vernachlässigen. Ach. Aber das ist nicht mal... Die Fehlinformation sind meiner Meinung nach nicht mal das Schlimmste, was der Fernseher zu bieten hat. Ich glaube sogar, dass das nicht mal die mehr... Ich glaube nicht mal, dass das der größte Teil ist des Fernsehens. Ich glaube, das meiste, was sie sagen, ist wohl auf eine oder andere Art und Weise korrekt. Eine oder andere Weise heißt, das was am meisten und die größte Chance hat, dass das halt stimmt, was sie sagen, sind wahrscheinlich die Wetter-Nachrichten. Aber egal. Boah, lag das, wenn ich das mache. Kann ich Bomben auf euch werfen? Ah! Ja, kann ich, aber es one-shottet nicht. Au! Okay, zumindest habe ich nur ein Leben verloren und nicht so viel wie vorhin. Okay. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Ach du meine Fresse. Ah. Okay. Widerliche Dinge. Ich hasse die. Ich tue jetzt wirklich einzeln jeden abknallen einfach. Das Ekelhafteste meiner Meinung nach am Fernsehen ist die Werbung. Es gibt nichts Ekelhafteres als Werbung im Fernsehen. Werbung ist generell schon etwas total Ekelhaftes. Einfach schwer manipulativ. Ich meine, ständig die ganze Zeit nur wiederholt zu bekommen, was die beste Methode ist zum Scheißen, ist meiner Meinung nach manipulativ. Das bringt auf eine oder andere Art und Weise dazu, danach das zu tun, was die dir sagen.
wenn du ständig nur denkst, wenn du ständig nur hörst. Genickschmack! Der beste Müsli-Riegel aller Zeiten, der ganzen Welt, whatever. Und du bist dann unentschlossen im Supermarkt, was du kaufst für einen Müsli-Riegel und denkst, ah, ich hab Gutes gehört von Genickschmack. Lass Genickschmack kaufen. Was halt logisch immer jeder denkt. Da tut man's. Ich find, Werbung ist scheiße manipulativ. Und dazu noch ist die meiste Werbung solcher Schrott. Das kann ich kann das irgendwie nicht beschreiben, was ich für einen Hass habe auf Werbung. Ich habe keinen Plan, wie ich das überlebt habe, by the way. Ihr habt keine Ahnung, was ich für einen Hass habe auf Werbung. Wenn ich bei meinem Vater bin, da gibt's kaum Internet, da gibt's viel eher nur Fernsehen. Und was da an Schrott läuft, das ist schrecklich. Ich sehe euch vier. Braucht nicht so tun, das wäre nicht so gut versteckt. Arsch. Okay, der Raum laggt. Ach du meine Güte, ein Leben. Die tolle Sache ist, wenn ich jetzt einmal sterbe, darf ich alles wiederholen. Oh, ekelhaft. Okay, ich pack den Verwüster ein. Beten wir. Oh, fuck, wieso müssen da Gegner sein? Okay, die Großen sind weg. Was bleibt übrig? Du! Und du. Und du! Okay, okay, okay. Ich muss das jetzt strategisch machen, sonst bin ich, glaube ich, sehr schnell weg. Okay, der kann mich von hier aus treffen, ich ihn aber nicht. Okay, okay, warte. Ich renn mal ein wenig zurück. Kann ich euch kaputt machen? Nein, schade. Oh, fuck. Ich glaube, ich versuche da reinzusteigen in so ein Ding. So schnell wie es geht. Rein, rein, rein. Yes! Ich weiß nicht, ob sie mal Schaden machen können oder nicht so. Ich glaube, wenn sie mich direkt treffen, schon. Aber kann es auch egal sein. Solange wir uns nicht treffen lassen, meine ich. Logisch kann es uns egal sein. Boom! Ja! Alles zerstören! Dich kann ich nicht mehr zerstören. Boom! Ja! Hahaha! Ich schieße einfach mal random darüber in der Hoffnung, irgendwas zu treffen, was mich interessieren könnte. Na gut. Weiter geht's. Die schlimmste Werbung, die ich bis jetzt gesehen habe, war zu 100%. Also, ich war dort einmal jetzt im Fernsehen da. Und das erste, was ich sehe, ist eine rassistische Werbung, eine sexistische Werbung. Ich erinnere mich, die sexistische war irgendwas wegen Frauen, die in die Küche gehören, erinnere ich mich. Also, wie war das? Da war eine Frau in der Küche und da meint sie, damit man... Wie war das Slogan? Och, ich erinnere mich nicht mehr genau. Irgendwas halt war es, dass Frauen dorthin gehören. Einfach so, da fühle ich mich wie irgendwie. Keine Ahnung. Hier ist ein Pilotenhelm. Ja, das ist cool. Ich habe einen Pilotenhelm gefunden, das stimmt. Kein Plan, was ich jetzt mit dem anfange. Ich habe ihn jetzt gerade an. Vielleicht erklärt es mir es ja gleich. Zack, zack, zack. Schön, dass einfach da rumgelegen ist. Das kommt mir sehr gelegen. Okay. Mit dir kann ich nichts anfangen. No. Nix. Niet. Nada. Also nehmen wir den Aufzug da hinten runter. Aber gibt es hier noch irgendetwas Spannendes? Zum Beispiel. Ich glaube nicht. Nein, das da hinten ist die Plattform.
da wo ich gerade hingucke, reinzuspringen, ist da ist hundertprozentig nur tot. Okay. Schauen wir, wo uns das hier hinführt. Schlimmste Werbung war hundertprozentig die Baby-Werbung. Die aus irgendeinem Grund immer Babys... Also... keine Ahnung. Ich meine, das ist Werbung, die erwachsene Menschen anschauen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ein Baby da... Gugu Gaga, ich möchte genau dieses Essen haben, Baba. Würde so etwas sagen. Ich bezweifle das sehr. Deswegen, das ist... fucking verstörend. Wenn dann jedes Mal so Babys in der Werbung sind, die dann keine Ahnung was machen. Ich habe eine Werbung gesehen. Da waren halt auch Babys. Das war über Essen. Weißt du, das war die eine Werbung mit "Dafür stehe ich mit meinem Namen." Mit dem Kerl da. Danke für die Boats. Komme ich irgendwie auch woanders hin? Irgendwie? Oder ist das der einzige Weg irgendwo hin? Ja, da gibt's noch mehr, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Schauen wir später nochmal auf den Planeten hin. Vielleicht haben wir jetzt ja... Vielleicht können wir irgendwas jetzt Tolles machen. Oder? Warte mal. Ist das ein anderer Weg runter, den ich da sehe? Ist das der Weg dorthin? Oder ist es zumindest ein Weg dorthin? Ja, ist es wohl. Ich weiß... Aber, ja. Okay, das ist ein Weg. Gut, dann gehen wir halt gleich weiter. Also weiter hier. Hier weiter. Deutsch. Zack. Und in der Werbung sind halt so die Babys, die gerade vollgeschmiert wurden. Man merkt, dass es nicht die Babys selbst... Wow, what the fuck? Man hat gemerkt, dass es nicht die Babys selbst gemacht haben, sondern irgendjemand so gedachte, ja, die Babys müssen... voll sein mit Essen. Sie machen es aber nicht selbst, deswegen komm, lass die Babys voll schmieren. Das war ekelhaft anzugucken. Sie haben es nicht selbst getan in der Werbung. Logisch. Aber man merkt es, wenn ein Baby sich voll schmiert und wenn ein Erwachsener das gemacht hat. Also da war voll in grüner Grutze. Also das Babyessen da. Zack. Zack. Die waren voll in grüner Grutze. Total widerlich schon mal das. Und dann, um es noch besser zu machen. Oh, leck. Um es noch besser zu machen, stehen unten dann Untertitel von dem, was die Babys anscheinend gerade sagen. Und da waren so tolle Sprüche wie "Mmm, lecker." "Oh, miami." "Ich will auch eins." Das hat mich umgebracht. Och, meine Güte. Der Kerl, der diese Werbung gemacht hat. Ich könnte den Kerl anpissen. So wie ich das. Und das war... Und ich würde ich das aufnehmen, als Werbung machen, wäre es weniger ekelhaft immer noch, als diese Werbung es war für mich. Das war so grottenschlecht und widerlich. Und oh, ich kann nicht beschreiben, was ich für Gefühle zu dieser besonderen Werbung habe, entwickelt habe. Es ist einfach total widerlich. Einfach zum Kotzen.